Hallo und willkommen zurück zu unserer Einleitung zum Handeln mit binären Optionen. In diesem Video werden wir die Erlösbeträge anschauen, die Sie vom Optionenmakler bekommen und was diese Beträge für Sie und den Makler bedeuten. Sie werden lernen, wie Sie verschiedene Profitebenen benutzen können, um individuelle Transaktionen zu bewerten, sowie um Ihre Handelsstrategie zu evaluieren. Außerdem werden Sie einen Einblick in den Standpunkt des Optionenmaklers bekommen, wenn wir den sogenannten Maklerspread in der Transaktion betrachten. Das erste, was wir tun, ist, dass wir uns zum Bank-Debinary-Optionen-Bildschirm begeben. Oben sehen wir das Währungspaar Euro und US-Dollar und unten sehen wir das Währungspaar australische Dollar und US-Dollar. Schauen wir uns die untere Option an, die in ein paar Minuten verfällt. Das Währungspaar wird momentan bei einem Stand von 1,016 gehandelt und die Seite bringt den Ausübungspreis konstant auf den neuesten Stand, damit er dem aktuellen Marktpreis entspricht. Diese binäre Option bringt einen potenziellen Erlös von 75% des investierten Kapitals, egal ob wir in eine Call-Option oder eine Put-Option investieren. Das heißt, falls wir mit unserer Vermutung richtig liegen, erhalten wir unser ursprünglich investiertes Kapital zurück und zusätzlich 75% Profit. Sagen wir analysieren dieses Währungspaar und denken uns, der Preis erhöht sich. In diesem Fall klicken wir auf Up. Die Handelsbox wird uns dazu auffordern, einen Investitionsbetrag einzutragen. Fürs Erste geben wir 100 Dollar an. In späteren Videos werden wir diskutieren, wie Sie Ihr Kapital am besten über verschiedene Transaktionen ausbreiten. In diesem Falle investieren wir 100 Dollar. Falls wir richtig liegen, erhalten wir unsere ursprünglichen 100 Dollar zurück und dazu noch 75 Dollar Gewinn, also 175 Dollar insgesamt. Wie entscheiden wir uns, ob dies eine gute Anlage ist? Nun, denken wir im Sinne von Wahrscheinlichkeiten darüber nach. In einer binären Option sind nur zwei Auskommen möglich. Die erste Möglichkeit ist, dass der Basiswert unter dem Ausübungspreis liegt. In diesem Fall verlieren wir unsere 100 Dollar Startkapital. Oder aber der Basiswert liegt am Verfallszeitpunkt über dem Ausübungspreis. Dann machen wir 75 Dollar Profit. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass wir richtig liegen und der Basiswert über dem Ausübungspreis liegt. Wir nennen diese Wahrscheinlichkeit x. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen und der Basiswert unter dem Ausübungspreis liegt, ist dann 1 minus x, da diese die einzigen Möglichkeiten sind und sich alle Wahrscheinlichkeiten auf 1 summieren müssen. Der erwartete Wert dieser Transaktion wird durch die folgende Formel ausgedrückt. 75x minus 100 mal 1 minus x. Damit unsere Transaktion profitabel ist, muss sie einen positiven Wert haben. Also lassen wir die Ungleichung größer als 0 sein. Wenn wir auf x lösen, erhalten wir dann eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 57%. Daraus schließt sich: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Basiswert über dem Ausübungspreis liegt, muss mindestens bei 57% liegen, damit wir in diesen Handel eingehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Basiswert unter dem Ausübungspreis liegt, muss bei weniger als 43% liegen. Was heißt das für den Optionenhändler? Nun, es gibt zwei Arten, darüber nachzudenken. Wir können dies als einen entscheidenden Faktor für eine individuelle Transaktion betrachten. Wenn wir die Call-Option kaufen, sagen wir damit, dass wir glauben, es besteht eine Wahrscheinlichkeit höher als 57%, dass der Basiswert am Verfallszeitpunkt über dem Ausübungspreis liegt. Zum Beispiel, wenn wir denken, es gibt eine 75%ige Chance, dass der Basiswert über dem Ausübungspreis liegen wird, dann sollten wir die Call-Option natürlich erstehen. Falls wir aber denken, es besteht nur eine 50%ige oder 51%ige Chance, dann sollten wir uns nicht auf diesen Handel einlassen. Die zweite Art, über diese Wahrscheinlichkeitsformel nachzudenken, betrifft unsere Handelsstrategie im Großen und Ganzen. Wir können auch unsere Gesamtstrategie mit Hilfe dieser Metrik beurteilen. Wenn wir jeden Tag in ein Portfolio von binären Optionen investieren, können wir unmöglich mit jeder einzelnen Transaktion gewinnen. Um Geld zu machen, muss unsere Erfolgsrate, also die Prozentzahl erfolgreicher Transaktionen, höher als bei 57% liegen. Angenommen, alle Transaktionen haben das gleiche Potenzial von 75% Gewinn wie in unserem Beispiel. Falls wir es nicht schaffen, diese Hürde zu überschreiten,
müssen wir unsere Handelsstrategie neu überdenken. Um eine langfristig erfolgreiche Handelsstrategie zu erschaffen, müssen wir uns mit einem weiteren numerischen Analysensystem auseinandersetzen, und zwar mit dem Spread des Optionenmaklers. Betrachten Sie es so: Der Optionenmakler ist das Äquivalent des Casinos beim Blackjack oder des Buchmachers bei einer Sportwette. Das Ziel des Maklers ist es, Ihnen entgegengesetzte Wetten zu machen und vom sogenannten Spread zu profitieren. Was ist der Spread? Der Makler zahlt in unserem Beispiel 75% der Investitionssumme aus, falls unsere Wette gewinnt, ob Call oder Put. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Der Makler, unser Buchmacher, hat einen Basiswert und einen Ausübungspreis und erstellt ein Portfolio mit der gleichen Anzahl an Call- und Put-Optionen. Wenn die Option verfällt, ist eine der Optionen im Geld, das heißt, die Option wird ausgezahlt. Sagen wir, die Call-Optionen sind am Verfallszeitpunkt im Geld und bekommen daher den 75-prozentigen Profit ausgezahlt. Der Makler muss also die 75% an die Eigentümer der Call-Optionen auszahlen. Die Put-Optionen werden am Verfallszeitpunkt wertlos und der Makler behält die 100% des Kapitals, das in Puts investiert wurde. Der Profit des Maklers errechnet sich aus den 100% der Put-Optionen abzüglich der 75% der Call-Optionen. Ein Nettoprofit von 25%. Diese 25% nennen wir den Spread. Wenn unsere Handelsstrategie keinen systematischen Vorteil hat, das heißt, wir liegen genauso oft richtig wie falsch mit unseren Optionen, dann verlieren wir langfristig den 25-prozentigen Spread. Um Geld zu machen, um für diesen Spread zu kompensieren, müssen wir also zu mehr als der Hälfte der Zeit richtig liegen. Deshalb ist es so wichtig, eine intelligente Handelsstrategie zu entwickeln.